Hermann Nitsch ist tot. Der Mitbegründer des Wiener Aktionismus ist im Alter von 83 Jahren gestorben. Mit seinem Orgien-Mysterientheater ist der Aktionskünstler weltberühmt geworden. Für seine blutroten Schüttbilder und die zur Schaustellung von Blut- und Tierkadavern wurde er auch immer wieder heftig kritisiert. Das gehört dazu, wenn man neue Kunst macht. Da gibt es ein Problem, das war auch bei den Impressionisten so. Und so ist es eben. Nitsch wurde neben vielen anderen Auszeichnungen 1984 mit dem Kunstpreis für bildende Kunst und 2005 mit dem großen österreichischen Staatspreis geehrt. Der geliebte und gehasste Aktionist. Was bleibt von Hermann Nitsch? Und dazu jetzt bei mir im Studio Profiljournalist Stefan Grissemann. Schön, dass du da bist, Stefan, freut mich. Hallo, freut mich auch. Eben gleich mal, ich greife die Frage auf, was bleibt denn von Hermann Nitsch? Es ist eine Stehphrase eigentlich in den Nachrufen, sein Werk wird bleiben. Tatsächlich wird es bleiben. Er hat ja gerade in den letzten Wochen noch einmal einen Aufschwung erlebt. Er wurde von der Pace Gallery, der berühmten, unter Vertrag genommen, die jetzt sein Werk weltweit repräsentiert. Es ist keine Frage, dass das Werk, das Hermann Nitsch hinterlässt, und das ist ja sehr vielfältig, das waren ja nicht nur quasi Performance-Stücke oder Gemälde, es war auch Musik, es waren Zeichnungen, es waren literarische Schriften, dichterische Schriften. Das wird mit Sicherheit ihn überleben und uns wahrscheinlich auch. Wer wird denn seinen Stil auch vielleicht fortführen oder aufnehmen oder wie wird der weiterleben? Also der Wiener Aktionismus und auch seine Malerei, das hat sich schon in vielfältiger Weise auch in die Gegenwartskunstszene erhalten. Zum Teil auch über sozusagen Reibungen und zum Teil auch in einem Versuch, das anders zu lesen. Ja? Also der Wiener Aktionismus war zum Beispiel sehr männlich geprägt. Ja? Es gibt eine Menge feministischer Arbeiten, die sich da kritisch damit auseinandersetzen, aber damit ja den Aktionismus auch würdigen sozusagen, auch wenn sie ihm kritisch begegnen. Seine Schüttbilder zum Beispiel oder seine Kunst im größeren Zusammenhang war vom Zufall geprägt auch, ja, war von Strukturen geprägt, die zufällig entstehen. Und das ist eine, neben all den performativen Arbeiten, die es heute von Schelitin bis Jonathan Mese gibt, das ist eine Kunstrichtung, die tatsächlich sich bei sehr vielen findet. Also eine Art, mit Kunst umzugehen, wo man sagt, man gibt dem Zufall eine Chance und nicht alles ist strukturiert und kontrolliert. Wie hat denn Hermann Nitsch zum einen das Leben und auch die Kunst verstanden? Das Leben und die Kunst waren bei ihm eins sozusagen. Er war ein Gesamtkunstwerker, ein Universaldenker und Künstler. Er hat über das Leben nachgedacht, indem er auch den Tod berücksichtigt hat. Er hatte seine berühmten sein Tierschlachten, das Teil seines Theaters war. Das war nicht ein billiger Gag oder eine billige Provokation, sondern das war auch natürlich eine Art und Weise, über das Existenzielle nachzudenken, über das auch das Grausame des Menschen, ne, nachzudenken. Man kann das ja auch kritisch lesen. Man muss ja nicht sagen, das ist böse den Tieren gegenüber. Er hat ja nur Schlachtvieh verwendet, das sozusagen wirklich geschlachtet worden wäre. Er hat Tierärztinnen am Set gehabt, die Tiere sediert haben und würdig sozusagen um die Ecke gebracht haben. Das war also alles überwacht und Nitsch war, das ist ja auch ein völliges Missverständnis, ein totaler Tierfreund. Ja. Er hatte unglaublich viele Tiere, er hat mit Tieren gelebt in Prinzendorf. Es war bekannt, dass er Peter Kubelka, mit dem ich rede, sagt, er hat jede Stechmücke rausgetragen, weil er sie nicht erschlagen wollte. Ja. Also er war wirklich so ein Liebhaber von Tieren. Ja. Kritik, ja, fast schon blanker Hass ist ihm auch teilweise entgegengeschlagen. Kunst, Irritation, Provokation. Was war es, das er gemacht hat, Hermann Nitsch? Natürlich war es irritierend und provozierend für viele, aber das war wie in all diesen Fällen, wenn gute Kunst entsteht oder nachhaltige Kunst, die sich sozusagen über Jahrzehnte oder Jahrhunderte, wir werden sehen oder nicht sehen, erhalten wird, dann ist es meistens keine Folge von billiger Provokation, sondern es ist schon der Versuch, etwas Solides, etwas Wichtiges, Mythisches, Archaisches aufzuführen und zu erzählen. Natürlich ist er ausgegangen von einer Wut und von einer Aggression auch gegen eine erstarrte und super konservative Nachkriegsgesellschaft. Ja, er war selbst ein kriegsgeschädigtes Kind, er hat den Bombenhagel erlebt in seinen Kindheitsjahren. Sein Vater ist im Krieg in Russland gefallen. Also er hat das schon von diesem Trauma ausgehend sich für die
Grausamkeit und Schönheit des menschlichen Daseins interessiert. War er wütend auf die Gesellschaft? Natürlich, also als junger Mann auf jeden Fall, also als älterer Mann dann immer weniger. Und man hat ja auch gesehen, mittlerweile ist, oder schon seit Jahrzehnten ist er ein kanonisierter Künstler, der niemanden mehr aufregt oder kaum noch, vielleicht die FPÖ noch aufregt, aber sonst schon niemanden mehr. Mhm. Das hat sich auch irgendwie neutralisiert und sozusagen die Provokation hat sich verwandelt in eine Art von Respekt. Aber er hat natürlich als wütender junger Mann begonnen, weil er gegen eine Gesellschaft aufbegehrt hat, die konservativ bis zum Abwinken war. Ja. Gegen seine kunsthumanistische Bedenken, Tierschützer haben wir vorher schon angesprochen, hat ihn das gekränkt oder hat ihn das vielleicht sogar noch angespornt? Hat das sich zu Herzen genommen? Auch das glaube ich weder noch. Also zu Herzen hat er sich sicher nicht genommen. Er hat sich wie Künstler und Künstlerinnen zu Recht es pflegen. Er hat gesagt, offenbar habe ich da in eine Wunde gestoßen. Ja, offensichtlich habe ich da was richtig gemacht, wenn sich die Leute so drüber aufregen. Ja. Das war bei ihm sicher der Fall. Ja, also ihm wurde ja auch Blasphemie vorgeworfen, weil er weil er Weltreligionen in seinem Werk stark einbezogen hat, weil die katholische Liturgie speziell ein wichtiger Bestandteil seines Theaters war. Er war nicht gläubig, aber er hat sich für Religionen interessiert. Er war ein wahnsinnig toleranter Mensch, der alle Religionen akzeptiert hat, ja, solange sie nicht fundamentalistisch wurden. Und er hat, also diese Blasphemie ging auch völlig an seinem Werk vorbei, der Vorwurf der Blasphemie. Ja. Er hat nicht Gott gelästert, er hat sich nicht lustig gemacht über irgendwelche Religionen, sondern er hat es als Form benutzt, um etwas zu zeigen. Ist er teilweise falsch verstanden worden? Absolut. Ich finde, er ist ein missverstandener Künstler eigentlich. Bei allem Erfolg, den er hatte, ist er bis zu einem gewissen Grad missverstanden worden. Ja. Wie hat Hermann Nitsch selbst eigentlich zur Kunst gefunden und wer waren vielleicht auch seine Vorbilder? Er war wahnsinnig belesen, er kannte sich aus in der Kunst, in der Literatur, in der Musik. Musiktheoretisch war er auch sehr versiert. Er hat als ganz junger Mann schon an der Grafischen in Wien studiert, also er hat Gebrauchsgrafik studiert, auch um die Mutter ruhig zu stellen und nicht den radikalen Künstler zu Hause noch besonders raushängen zu lassen. Er hat dann auch im Technischen Museum gearbeitet, um einen Brotberuf sozusagen zu haben, aber nur kurze Zeit. Und er hat dann einfach erst an seinem Ruf gefolgt und hat dann schon mit 19, 20, 21 seine ersten Ausstellungen gehabt. Schauen wir auf das aktuelle Profil. In welchen Facetten geht ihr auf diesen Ausnahmekünstler ein? Also einerseits, es ist natürlich eine lange Strecke. Ne? Es ist wirklich ein Weltkünstler. Deswegen haben wir uns auch überlegt, wir wollen den aufs Cover tun. Ja? Das ist nicht zu hoch gehängt. Das ist ein Mensch, dessen Werk in die Welt strahlt und bis heute strahlt und weiter strahlen wird. Mhm. Wir schätzen ihn natürlich einfach kunsthistorisch ein. Wir sprechen über all das, worüber wir jetzt in Kürze gesprochen haben, im Detail, im Profil, also wen er genau beeinflusst hat, auf welche Weisen sein Werk weiterleben wird und sich als Einfluss fortsetzt. Wir haben mit Wegbegleiterinnen und Wegbegleitern gesprochen. Peter Kubelka, der Filmkünstler, habe ich ein langes Interview gemacht. Er war 62 Jahre lang mit ihm engst befreundet. Ja, bis zuletzt bei ihm, hat ihn auch noch im Spital besucht, wie er mir erzählt hat. Wir haben mit der Christine König, eine Galeristin, Wiener Galeristin, eine wichtige, gesprochen, die zwischen 1977 und 1984 eine Lebens- und Partnerschaft und Arbeitspartnerschaft mit Hermann Nitsch hatte sogar und die auch vieles erzählt hat. Und so weiter. Also wir haben sozusagen eine Strecke, die aus Hannu Melesi haben wir noch. Wir haben einen Schriftsteller, einen wichtigen, der in den 90er Jahren als Assistent Nitschs gearbeitet hat, der nochmal genau beschreibt, wie diese Kultspiele, die Nitsch veranstaltet hat, sich genau abgespielt haben, wie die sinnlich gewirkt haben, was das für ein Eindruck war, wenn man dabei war. Ja, da ging es ja auch darum, die Kunst von Hermann Nitsch sollte sinnlich erfahrbar werden, und zwar so, wie andere Kunst nicht erfahrbar ist. Ne? Normalerweise schaut man nur hin auf ein Bild oder einen Film oder was auch immer, oder ein Theaterstück, dann hat man einen, maximal zwei Sinne, nämlich den Gehörsinn, auch noch aktiviert. Bei ihm ging es auch ums Schmecken, ums Tasten, ums Riechen. Ja? Also er wollte alle Sinne aktivieren, und das davon schreibt Hannu Melesi zum Beispiel in seinem schönen Text. Dann schauen wir noch auf Prinzendorf, wo er ja das Schloss erworben hat und dann seine Spiele auch aufgeführt hat. Ihr wart in Prinzendorf und habt auch dort mit den Menschen, glaube ich, gesprochen. Wie haben die den Künstler erlebt?
Also der Wolfgang Paterno war in Prinzendorf, hat eine kleine Reportage geschrieben. Er hat sich mit dem Bürgermeister und dem Vizebürgermeister verabredet und hat mit Wirtsleuten gesprochen, Leute vor Ort, wie sie ihn erlebt haben. Und die haben den eigentlich alle so beschrieben, wie ihn auch seine Freunde beschreiben, nämlich als einen wahnsinnig zuvorkommenden, grundgütigen Menschen, der sich überhaupt nicht arrogant verhalten hat, sondern auch wenn er so vielleicht erschienen ist durch seine wuchtige Präsenz, er war ein durchaus demütiger, halt durchsetzungsfähiger und wortmächtiger und dadurch vielleicht für viele auch aggressiv wirkender manchmal, aber er war in seinem Wesen eigentlich einer, der seine Kunst konsequent betrieben hat, aber über niemanden sozusagen drüber gefahren ist. Ja, der hat Leute respektiert, die Handwerker, die Metzger, mit denen er gearbeitet hat bei seinen Aktionen, die haben ihn alle geliebt, weil sie ihre Berufe dort ausüben konnten und respektiert wurden von ihm. Wie geht's weiter mit dem Schloss? Hat man da irgendeine Idee? Es wird dort in sozusagen posthum die von ihm schon vorbereiteten nächsten 6-Tage-Spiele noch stattfinden, im Juli, Ende Juli, glaube ich, sollen die stattfinden. Seine Frau Rita Nitsch wird das Werk dort, nehme ich an, weiter betreuen. Das steht aber, glaube ich, die letzte Entscheidung noch aus. Mhm. Aber er hatte ja dort auch sein Studio, sein Atelier. Er hat dort gelebt und gearbeitet. Es ist ein Ort, der so eng mit ihm verbunden ist, dass man sich eigentlich nur vorstellen kann, dass es entweder zum Museum wird oder weiter eine Stätte fürs private Umfeld von Hermann Nitsch bleibt. Dankeschön, Stefan, dass du heute bei mir zu Gast warst. Danke Gerne. Dir. Gerne. Alles Weitere zu Hermann Nitsch lesen Sie natürlich im aktuellen Profil. Schauen Sie da rein, wie auch bei uns. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.